Guten Morgen, liebe YouTube-Gemeinde. Zweiter Tag hier in Koh Samui, beziehungsweise für mich eigentlich der erste, weil ich bin gestern angekommen und bin direkt ins Koma geflogen oder ins Koma wie auch immer. Zuerst auf dem Liegestuhl 3-4 Stunden gepennt, während Patrick und Chill so ein bisschen die Gegend unsicher gemacht haben. Karl hat auch gepennt. Dann am Abend ist Karl und Jill, die sind noch auf die Party gegangen, irgendwo. Und ich habe einfach weiter gepennt, hab's mir richtig gegeben. 16 Stunden nochmal Kopf geschaved. Jetzt sehe ich fast aus wie Karl. Karl ist auch hier, gerade wach geworden vorher. Wie war's? War's geil? Na, auf jeden Fall haben wir gefrühstückt. Vor einigen Stunden sind wir hier am Pool. Der Patrick ist voll eingepennt, er hat wieder mal viel zu wenig geschlafen. Und ich hätte eigentlich richtig Bock gehabt, ins Training zu gehen, schnell, damit wir es hinter uns haben. So für heute, damit wir den Tag nachher ein bisschen besser starten können. Jetzt gucke ich mal, ob ich den Typ überhaupt wecken kann. Oder ob ich ihn überhaupt wecken sollte. Alles klar. Oh, Slav, willst du filmen? Ja. Oh, ich bin tot. Ja, gut gesagt, wir machen jetzt no excuses am besten. Wir machen jetzt, wir schauen jetzt, wie hart der Patrick wirklich ist und drehen jetzt hier no excuses. Bist du aber dabei? Jetzt Chest Pump. Was haben wir jetzt? 2 Uhr. Oder was ist es? Nein, 12 Uhr. Schon. Ich hab dir ja gesagt, wir können um 2:30, soll sie uns was kochen, was Gutes, Post-Workout-Meal. Also, hey, Bro, du weißt, ich bin 24 Stunden dabei für Training. Ja. Das wollte ich hören. Oh, ich schau ein bisschen schnell in den Pulli rein. Dann ja, ich mach das, glaube ich, auch gerade. Noch schnell zum Aufwecken. So. Show me what's up, man. Nee, aber pass auf. Hä? So macht der Lethals auch. Das ist der Natural Pre-Workout Booster. Bro, das ist mein fucking Pre-Workout. Woo! So mag ich dich. Bro, let's go to the gym. Let's go to the gym, baby. Yeah. Yeah. Oh, so. Ich hab gerade den Michi gefragt, was sie heute trainieren, weil ich mache gerade ein bisschen seinen Plan. Ein bisschen ausprobieren, wie mein Körper darauf reagiert. Was trainieren wir heute? Ich würde sagen, wir machen heute mal richtig schwere Gironda-Dips, falls möglich. Ich konnte sie 14 Tage nicht machen. Das heißt, es ist eigentlich die einzige Übung, wo ich mir noch einen Brustmuskelkater holen kann. Bei den Gironda-Dips. So mit 30 Kilo Zusatzgewicht, 25, je nachdem. Mal gucken, was wir machen können. Und danach können wir noch Schrägbankdrücken mit Kurzhanteln machen, in der Ergänzungsübung oder an der Multipress. Das kannst du dann selber entscheiden. Wir können es auch Freestyle machen. Ich bin da sehr offen in den Ferien, da, wie gesagt, die Verhältnisse sowieso nicht die gleichen sind. Ja, ich auch. Und das kann ich euch auch eigentlich empfehlen, wenn ihr mal so 2-3 Wochen weg seid. Nützt die Zeit auf jeden Fall aus, um auch zu trainieren, falls möglich. Aber versucht jetzt nicht, euer Training 100% zu kopieren, weil es wird euch nicht gelingen. Und es wird euch psychisch auch nicht, auch eher abfacken. Und darum, sieht breit aus. Ihr müsst immer flexibel bleiben im Urlaub, sag ich mal. Ein bisschen einfach das Körperfeeling hören. Ja. Ja, das ist das Wichtigste. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal los. Jetzt haben wir noch ein bisschen den unteren Rücken stimuliert hier. Nach dem Kreuzheben vor 2 Tagen. Und ich würde sagen, man sieht sich im Gym. Auf jeden Fall. Peace out. Bis gleich. Unsere Scooter stehen schon ready. Hey, wo ist Chill ist gar nicht da, ne? Der ist gestern gar nicht mehr nach Hause gekommen. Doch. Ja. Er ist schon wieder weg. Ja, gut. Achtung, so, wir haben hier einen Hund. Boah. Wir haben hier einen Hund, der uns bewacht. Ey, das ist doch mal nice, oder? Ein Hund, der uns bewacht. Walter White ist am Start. Thank you.
Mann, schon gefunden. Sehr schnell gewesen. 6 Minuten vom World Gym. Irgendwas will es so. Trainieren wir hier. Richtig Chest. Bist du schon am Start? Oh, ja. Ja, mir hat es auch gerade gefickt. Schon ready. Schauen, was das Training bringt. Hey, schau mal, so zahlt man den Bahn, so zahlt man den Kosten ruhig. Bringt es was? Schön runter, Lips. Okay, schlechter Satz, sechster Satz.
Yes, Training ist fertig. Wir haben die Brust richtig auseinandergenommen. Oh ja. Trizeps auch. Hat nicht mal mehr für Schultern gereicht. Für Schultertraining? Hat nicht mal mehr für Schultern gereicht, so wie wir die Brust kaputt gemacht haben. Ah. Jetzt fahren wir zurück in die Villa und gehen was essen. Home sweet home. Home sweet home. Wir waren geil im Training. Oh. Was isst du da? Oh, ich will das alles auch essen! Oh, Post-Workout! Boom! Oh, die Nutten, ne? Gut, Dika. Gehört schon, dass das 4 von 10 ist. Ah, ja? Ja. Oh, nice, nice. Alles ist schon alles bereit. In der Küche. Nehmen wir schnell die Camera. Ich schau mal schnell in den Pool. Ja. Oh. Schau mal, ich bin schon im Laufen, gell? Oh. Nach dem Training. Alter, gibt's nichts Besseres als einfach das. Alter, Mann! Abgefuckte Huren! Handy und Handy jetzt. In der Tasche. Und jetzt! Post! Jetzt wird gepostet! Post-Workout! Hey, Posing Update, komm! Posing Update! Posing Update! Zu viel, Mann! Ich gut gesehen. Brutal. Hey, Jin. Our post-workout meal is finished. It's ready. You cooked? She's the best. She's the best cooker. Of course. Cooker. My English is very good. Right. Oh, no. What we have here? Oh, boom! Oh, Steam rice! Rindfleischsalat! Oh, shit. Pro-Bro Lifestyle. Pro-Bro Lifestyle, gut. Ich würde sagen, wir essen jetzt. Wir waren ein richtig gutes Training. Ja. Meine Brust ist immer noch auf Pump. Und morgen wissen wir, ob die Gironda Dips bei Patrick was gewirkt haben. Er hat es heute zum ersten Mal gemacht. Das heißt, meine einzige Übung, die mir bis jetzt was gebracht hat mit der Brust, richtig. Ich sehe, ihr seht hier, sieht gar nicht so schlecht aus. Nein, sieht gut, aber kommt gut. Wisst ihr, bis ich diesen Motherfucker hier kennengelernt habe, habe ich ihm vorhin gesagt, war ich mit meiner Brust eigentlich ja zufrieden. Sie ist weit, sie ist einigermaßen voluminös, wenn sie auf Pump ist, aber nun habe ich Komplexe. Weil der Typ, der hat da sogar seine Freundin Komplexe, würde ich sagen. Jetzt noch ganz kurz zum Schluss. Unser Post-Workout ist gekommen. Wir haben Beefsalat, Chicken, dann haben wir Gemüse und Steam Rice. That's perfect. This is everything what we need. We're happy. Thank you. This is how we do. Wir sehen uns. Kiss, kiss, bang, bang. Folge mir auf Facebook, Instagram und auf meinem YouTube-Channel. Und ich werde euch Fitness, Natural Bodybuilding, Health Food und Lifestyle zeigen von einer ganz anderen Seite. Kiss, kiss, bang, bang.